Ja, nun begrüße ich ganz recht herzlich Thomas Weber. Herr Weber hat uns hier eine große Büchse mitgebracht. Um was für ein Gewehr handelt es sich das denn hier? Ja, was wir sehen, ist eine sogenannte Wallbüchse. Das hat nichts mit Walfischen oder sowas zu tun, sondern Wall und kommt aus der Verteidigungsarchitektur der Frühzeit. Gemeint ist ein Schutzwall. Und diese Büchse, die wir hier sehen, ist aus dem 18. Jahrhundert, also 1750 circa, und wurde damals verwendet, um in einem Befestigungswall an einer Brüstung angebracht zu werden und damit auf weite Entfernungen zu schießen. Ja, so ein Wall, ja, die Festung aus diesen Schießscharten, nicht, genau, heraus. Ja, genau. Und die wurden aufgelegt, habe ich irgendwo gelesen, den Scharten, die konnte man, wir haben es ja mal ausgewogen, das wiegt ja 10 Kilo. Ganz genau, also es ist unmöglich, so ein Gerät im Feldzug mitzunehmen, sondern es war stationär in einer Festung untergebracht, wog 10 Kilogramm, ist ca. 1,50 Meter lang, also das hat man nicht mitgeschleppt, sondern das war stationär in einer Festung und diente dort als Schutzbewaffnung. Und der Vorteil von dieser Waffe gegenüber den herkömmlichen Waffen von damals war eben, dass es bereits über einen gezogenen Lauf verfügte, was damals in dieser Zeit gerade so begann. Und man konnte damit gezielt auf große Entfernungen schießen. Man gab die Schussentfernung damals in Schritt an, also ungefähr 800 Schritt. Umgerechnet sind das ungefähr 500 Meter, was für die damalige Zeit eine gewaltige Distanz war. Und diese gewaltige Distanz wurde also nur geschaffen, indem man das mit sehr viel Pulverladung und mit einem entsprechenden Kaliber verbunden hat. So schwer wie es ist, so groß ist auch das Kaliber. Das heißt, der Innendurchmesser vom Lauf, das Kaliber ist 23 mm oder 2,3 cm. Und es wurde eine runde Kugel verschossen damals. Und man muss sich vorstellen, dass diese Kugel mit diesem Gewicht auf diese Distanz verbracht werden musste. Da gehörte schon ordentlich Pulver hinein, was da als Treibmittel dienen sollte. Ja, und das ist ja hier das Steinschloss sozusagen. Hier ist die Pulverpfanne. Ich kenne mich mit Waffen nämlich nicht so aus, muss ich dazu sagen. Das ist, genau. Hier kommt das Pulver rauf. Der Stein, der war ja hier eingeklemmt. Genau. Nicht? So stimmt. Der Stein kommt in diese Lippen hinein, wie Sie das gerade zeigen. Ja. Und diese Pfanne wird heruntergeklappt. Die wird heruntergeklappt. Der Hahn wurde gespannt. Der Hahn wurde gespannt. Rieb hier, nicht? Ist ja, doch richtig, genau. Wenn ich was falsch sage. Ist richtig. Und entzündete dann das Pulver. Ganz genau. Durch die Reibung. Durch die Reibung oder durch diesen Schlag. Und dies ist hier wahrscheinlich nur ein Schutz, damit er sich nicht die Finger verbrennt, wenn er hält, oder was, oder wie, oder das ist was? Ein Blendschutz. Also die Finger waren ja unterhalb am Griff. Das ist ein Blendschutz, ja, damit er durch diese Stichflamme, die in der Pulverpfanne hervorgerufen wurde, eben nicht in Augen verblitzt wurde oder sich eben nicht verletzte. Dieser Sichtschutz ist auch beweglich, da klappt sehr leicht nach hinten um, sodass da eben kein Problem beim Zielen bestand. Ich habe gelesen, zur Bedienung waren immer zwei Leute erforderlich. Ja, also ich glaube, dass derjenige, der damit geschossen hat, nicht derjenige war, der es getragen hat, sondern wie gesagt, 10 Kilogramm, die mussten damals auch gehandelt werden, also man musste damit umgehen können, sodass es schon eines Ladeschützen bedurfte, der dem Schützen dabei geholfen hat, dieses Gewehr zu bedienen. Ja, für einen Infanteristen wäre das ja unmöglich, so ein Gewehr zu tragen. Nein, es ist nicht möglich. Nicht, der hätte ja nicht lange durchgehalten. Nein. Da. Es gibt allerdings auch Landlafetten oder dafür fahrbare Lafetten, dass man die in einen Feldzug mitnehmen konnte, in Kutschen und dann bei einer Belagerung oder bei größeren Gefechten, wo man stationär war, das eben auf einer stehenden Lafette aufbauen konnte. Ja, das sind ja diese Teile hier. Genau. Da wird das irgendwie eingehakt und dann... Das funktioniert ähnlich wie bei einem Schiffsgeschütz, das eben stationär aufgebaut wird. Und diese Zapfen dienen also als Auflage und dienen einmal dazu, dass man diese Waffe also richten kann, dass man damit zielen kann. Andererseits sollte es natürlich auch den gewaltigen Rückstoß aufnehmen, wenn die Befestigung deutlich war. Denn wie gesagt, bei diesem Kaliber bedarf es einer großen Pulvermenge und das gab einen ordentlichen Bums. Tja, richtig. Der Rückschlag soll ja so gewaltig gewesen sein, wär die Waffe nicht so schwer, wie sie jetzt ist. Dieses Gewicht hat man ja wohl extra gemacht, da der Rückschlag gemindert werden sollte. Ja, das ist Masse. Die Masseträgheit wird eben ausgenutzt. Ja. Das heißt, je schwerer die Waffe war, umso weniger Rückstoß wurde durch die kinetische Energie entwickelt. Genau. Und so einfacher war es eben für den Schützen, da ohne blaue Flecken davon zu kommen. Aber ich glaube, er hat trotzdem welche bekommen. Ja, der hat trotzdem welche bekommen, genau. Man hat gesagt, also wäre die nicht so schwer gewesen, dann wäre er mindestens 4 Wochen im Krankenhaus gelandet. Ja, das ist schon richtig. Ja, sie ist ja sehr gut erhalten für diese Zeit. Mit dem Visier,
hier konnte man auch ein Visier noch einstecken, nicht? Das ist ja nichts mehr da. Das, also es fehlen zwei Visiere, dort hinten sind. Ach ja, hier ist ja auch mal hochdrehen. Ja, genau, ja, wir können das ja mal so hochhalten. Dann sind zwei Einkerbungen vorgesehen und diese beiden Einkerbungen dienten dazu, um eine Visiereinrichtung aufzunehmen. Das hier ist das Korn. Kimmel kommt da hinten hin, zweimal, für verschiedene Entfernungen. Die sind aber leider im Laufe der Zeit eben verloren gegangen. Ja, richtig. Ja, wo haben Sie das denn her? Aus England. Frühe Sammelleidenschaften und führt mich irgendwann mal nach England. Und dort habe ich es vor ungefähr 15 Jahren einmal erworben. Mhm. Habe es dann allerdings verkauft und habe es vor kurzem wieder erworben. Aber eine Flugreise wird das nicht gewesen sein, glaube ich. Nein, es war eine Schiffsreise und ich glaube, ich hätte damit in einem Flugzeug auch unnötig Aufsehen erregt. Da, da kann man sagen. Denn das ist bei mir hier auch schon gewesen, wie ich das sah. Da war ich richtig erschrocken. So ein schweres Gewehr, wo die Leute doch damals alles kleiner waren wie heute. Ne? Und dann noch diese Größe. Ich weiß gar nicht, was hatten wir da mal gemessen? Das ist 1,51 Meter lang. 1,51 Meter die Länge. Das ist fast so groß wie damals der normale Durchschnittsmensch war, etwas kleiner. Ja, ein super gutes Teil. Was gibt es da noch? Weil da gibt es ja gar nichts zu sagen. Nicht? Ja, ist schon mal probiert zu schießen? Nein, das würde ich auch keinem empfehlen. Das Gewehr ist jetzt sehr alt. Es sind zwar hier Beschusszeichen drauf zu sehen, das sind diese Stempel, die hier eingeschlagen sind. Das heißt, es ist zur damaligen Zeit überprüft worden, dass es diese Explosionsgewalt im Rohr auch aushält. Heutige Pulver sind deutlich besser und wenn man heute damit schießen würde, müsste man es erneut beschießen lassen durch ein Beschussamt, um festzustellen, ob die Waffe das überhaupt aushält. Ja. Des Weiteren ist das kleine Zündloch da hinten drin weiter drin versperrt, sodass man damit nicht mehr schießen kann. Sonst hätte ich ja gesagt, die Bremerhaven hatten mich so ein, ich habe mal gehört, so ein Verein, die schießen noch mit Schwarzpulver im Verein und die gucken jetzt wahrscheinlich zu und sagen, oh Mann, mit der Flinte möchte ich auch mal schießen. Ja, das können Sie gerne machen. Aber das ist nicht mehr möglich. Doch, man muss es zum Beschussamt bringen und dann wieder aufsetzen. Dann müsste man es machen, aber man muss es überprüfen lassen, sonst ist das lebensgefährlich. Ja, genau. Ja, das war schon ganz interessant. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne. Und bis dann, Herr Weber. Auf Wiedersehen. Jo, tschüss.